sehr schöne Finte reingelegt. Richtig cool. Die Nase saftet etwas. Passiert ab und zu mal. Ne? Sorry. Ab und zu mal gibt es ein kleines Nasenstuberchen. Ja, Alex, du schon wieder. Moin. Was machst du hier? Schon wieder. Ja? Ich verfolge dich. Du bist mein Stalker. Was ist denn da passiert? Was da passiert? Frag ihn. Wir sind ja nicht beim Schach, gell? Oder auf dem Ponyhof rumreiten. Das gibt's ja nicht. Wie geht's dir so wenige Stunden vor dem Kampf? Mir geht's eigentlich sehr gut noch. Bin eigentlich gar nicht so aufgeregt. Na klar, Nervosität, Aufregung, Angst, wird alles kommen, aber ich fühle mich gerade super. Wir haben gerade ein bisschen gedrillt, ein bisschen unser Gameplay durchgemacht. Und heute ist eigentlich mehr der Spaßteil. Gestern war der harte Teil und heute ist eigentlich mehr der Spaßteil. Sich prügeln mal wieder. Geil. Guten Morgen Deutschland, heute ist der Fight Day von Tasso, haben uns jetzt ein bisschen bewegt und lockeres Sparring gemacht, hat er mir schön eine auf die Nase gegeben, ist gut, ist ready, ist explosiv, ist scharf, ist hungrig, ist fokussiert, war jetzt gut, dann habe ich mit dem Olli, mit meinem Headcoach noch ein bisschen gearbeitet und ja, jetzt bin ich durch. Und dann gibt es natürlich wieder meine Supplements, Kirsche und Kreatin. Kreatin fange ich jetzt wieder an, weil wir machen jetzt 4 Wochen jetzt auf Kraft, auf Maximalkraft und dann gehen wir in die Schnelligkeit. Es knallt. Was machst du? Ein Geheimnis. Nee, ich poste dein Video in meinem Instagram-Kanal, Alex. Okay. Hast du gut gemacht. Ja, hast gut schön. Gemacht. Nur Lob von mir. Jetzt liegt er. Was wir jetzt machen, jetzt warten wir hier auf schönes Wetter. So lange bleiben wir hier. Okay, also bis Dienstag, laut Wetterbericht. Ja, doch? Ja, also bis Dienstag bleiben wir jetzt hier stehen. Ja. Dann gehen wir essen, oder was? Ja, wir gehen essen. So, wo machen wir jetzt weiter? Wo wir vorher gesagt haben, oder? Jetzt müssen wir bis Dienstag auf schönes Wetter warten. Auf schönes Wetter. Wobei jetzt gerade geht's ja. Ja, ist. Nee. Alex, nehmen Sie Platz. Das ist ja ein Service hier. Ja, Dankeschön. Natürlich. Danke. Natürlich. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Das habe ich gar nicht gesehen. Wann hast du das gekauft? Meine Frau gestern. Hm? Kannst du ja denken. 4 Stück habe ich gekauft. Wie viele sind noch drin? 2 Stück. Ich wollte eigentlich keinen essen. Also. Aber die Dinger, die haben mich angegriffen. Ich konnte mich echt nicht verteidigen. War es quasi wehrlos? Also ich war echt wehrlos. Also das war eine von links, der eine von rechts. Bam, mitten in die Fresse. Dann bam, bam, bam. Dann sind schon weg, die 2. Ja. Immer die Zeit sinnvoll nutzen. Wir haben genug Zeit verschwendet im Leben. Hast du geschlafen? Ja, gut geschlafen. Ja. Stunde, oder? Alex, ja, gute Stunde, ja. Aber dich nicht gestört? Nein, gar nicht. Muss ich nicht ein paar verpassen, ne? Ich wollte gerade rüberkommen, Nasenspülung. Ich bin gerade aufgewacht. Ja. Ich bleibe raus aus dem Bild. Warum? Hat schon erwischt. Und du siehst mal nach dem Wake-up aus. Ja, das ist sei mal ein Fettsack. Nee, ich bin gerade auch noch. Noch gar nicht Hallo zu dir gesagt, du bist ja gestern erst angereist, ne? Ja, ich bin gestern erst gekommen. Gestern Abend. Und wie bist du gekommen? Alex, musst du fragen. Mit dem Zug? Ja. Mit dem Zug? Ja. War pünktlich, oder? Nee, eigentlich, ich glaube 20 Minuten. Ja, das gilt ja noch als pünktlich bei der Deutschen Bahn. Ja. Das ist ja fast überpünktlich. Aber das Umsteigen und bei Stuttgart war 10 Minuten, dann müssten wir Gleise laufen, war schon sehr anstrengend. Ja. Dann habe ich dich mit Dunkin' Donuts abgeholt. Ja. Und alle habe ich gegessen. Die 2. Also ich habe echt keins gegessen. Die zwei von vorher habe ich jetzt auch von mir. Wie, auch noch? Ja, was fragst du blöd? Ich dachte, du hast geschlafen. Ja, komm mal auf.
schon sagen, wo kommt denn der gute Duft her? Ein bisschen stärken, ne? Weißt du, was ich da? Ich suche dir Blackberry mit dem Code The Geld. Gibt's blaue Augen gratis? Muss ich mit der Halle verbinden? Das, ja, ich war mit meinem Papa, waren wir mal vor bestimmt 20 Jahren bei dem Hallenmasters. Im Winter war immer das Dortmunder Hallenmaster von den Bundesligamannschaften und da waren wir als Zuschauer. Und es war, ja, jetzt bin ich hier in der Halle, kämpfe zwar nicht selber, aber begleite meinen Teamkollegen den Tasso mit und das ist schon so, ja. Als kleines Kind habe ich halt davon geträumt, da mal bei dem Hallenmaster mitzuspielen, als Fußballer natürlich. Und jetzt sind wir hier und kämpfen MMA. Das ist schon, ja, schon geil. Schließt sich der Kreis. Ja, Mann, auf jeden Fall. Gibt es jetzt eigentlich selbst ein bisschen in den Fingern, wenn man hier die ganze Atmosphäre so aufnimmt und alles so sieht? Immer. Wenn man in die Halle kommt, das ist, da kriegt man Gänsehaut, wenn man selber am liebsten. Geben. Du hast ja noch 3 Monate, ne? Da weiß man ja gar nicht, wie du das überbrücken sollst bei deinen sonstigen Abständen quasi. Schon ungewöhnlich, dass ich jetzt noch 3 Monate Zeit habe zum Kampf, aber Stein kann ja nur ein Short Notice Kampf reinkommen. Leider sind wir absolut nicht zufrieden mit der Leistung, mit dem Ergebnis. Wir waren ein bisschen blockiert, stand sich selber ein bisschen im Weg heute. Nicht der Gegner hat sich besiegt, er hat sich leider selber besiegt. Ehrlich muss man sein, müssen wir dran arbeiten und dann beim nächsten Mal wieder besser machen. Mal gewinnt man, mal verliert man, das gehört dazu zum Leben, aber aufgeben gibt es nicht. So, Sportsfreunde, das war's jetzt von mir, von uns. Wir machen jetzt Feierabend, gehen ins Hotel, essen noch eventuell irgendwo was gesundes natürlich. Also, bis zum nächsten Vlog, Sportsfreunde, haut rein.